Glauben alle monotheistischen Religionen an den gleichen Gott? Es gibt nur einen Gott. Und insofern Menschen an einen Gott glauben, glauben sie an denselben. Allerdings, wer dieser Gott ist, da gibt es ja doch unterschiedliche Vorstellungen. Und da gibt es dann auch Unterschiede zwischen den monotheistischen Religionen. Am meisten verbindet uns mit unseren älteren Brüdern im Glauben mit dem Judentum. Wir glauben an den Gott, der das Volk Israel befreit hat und der das Volk Israel als sein Volk berufen hat. Und wir als Christen glauben, dass diese Berufung des Volkes Israel auf die ganze Welt übergegangen ist, auf die Weltkirche. Mit dem Islam verbindet uns auch der Glaube an einen Gott, die Ehrfurcht vor Gott. Aber doch haben wir ein ganz unterschiedliches Gottesbild. Dass Gott uns ganz nahe ist, dass er in diese Welt kommt, dass er Menschennatur annimmt und einer von uns wird, das ist für einen gläubigen Muslim einfach nicht vorstellbar. Es ist der eine Gott, an den wir glauben, aber die Vorstellungen, wer dieser Gott ist, sind doch unterschiedlich.